Hättest du vielleicht auch Interesse an einem Tausch? Ich hätte eine schöne Automatico von Jacques Lemont anzubieten. Grüße, Torben. Nee, tut mir leid, aber ich tausche meine Yamaha nicht gegen eine 130-Euro-Uhr. Schade, aber meine Uhr hat knapp 400 gekostet. Den Kaufbeleg gibt's natürlich auch noch. Ist doch ein guter Deal, oder? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber da hast du definitiv zu viel bezahlt. Die gibt es bei Otto und so weiter für 129,99. Moin moin, ein wilder Käufer erscheint. Verkäufer schickt sich selbst in den Kampf. Käufer setzt Verhandlungstaktik ein. Sehr effektiv. Käufer setzt Preishalbierung ein. Die Attacke wurde erfolgreich abgewehrt. Käufer setzt letzter Preis ein. Sehr effektiv. Verkäufer verliert 5 Euro an Lebensenergie. Verkäufer setzt Abschluss ein. Käufer ist geflüchtet. Nein, Spaß, ich nehme es. Geil, das war jetzt eine Mischung aus Trainerkampf, Fangen und Verhandlung. Echt sehr lustig. Das beste Kaufgespräch aller Zeiten. Fand ich auch. Das sind 33 IKEA-Bleistifte, die ich heute alle geklaut habe. Jetzt möchte ich sie doch wieder loswerden und hatte mir gedacht, sie hier zu verkaufen. Ich finde, der Preis ist auch fair. Die Stifte sind natürlich unbenutzt. Hallo. Hallo. Ah, das passt. Prima, dann halten wir das so fest. Was denn? Mein Los für viele Männer meines Hasen. What the f***? Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde für Ihre Apple Watch 10 Euro ausgeben wollen. Wenn Sie zustimmen, bitte ich Sie, mir die Adresse sowie ein angemessenes Zeitfenster und Ihren Nachnamen mitzuteilen, damit ich weiß, wo ich klingeln kann, wenn ich die Uhr abhole. Mit freundlichen Grüßen, Willi. Okay, es ist schon heftig, von 150 Euro auf 10 Euro runterzugehen. Ich biete Ihnen 120 Euro an. Nein, danke. Sie können nicht bieten, weil es Ihnen doch gehört. Für 200 hole ich es ab. Klar. Cool, wann? Mal ehrlich, hat man Sie als Baby zu oft vom Wickeltisch fallen lassen? Ja, schon. Wieso fragen Sie? Moinsen, würden da auch Bierkästen reinpassen? Ja, aber der ist leider schon reserviert. Sorry. Und als Ihr Wort in meine Augen fiel, da war mir klar, es platzt der Deal. Welch ein Graus, das begehrte Objekt ist aus. Doch Hoffnung schimmert klar, denn jeder weiß, zuverlässige Käufer sind rar. Der Ständer mag mir große Freude bereiten, deshalb schreiben Sie mir doch bitte bei Zeiten. Und falls der Ständer ist doch schon fort, so gammelt mein Kasten weiter an seinem alten Ort. Okay. Hey, ich habe eine kleine Frage an dich. Würdest du für mich mit dem Preis vielleicht noch höher gehen? Ja, genau, richtig verstanden. Ich möchte mehr zahlen, nicht weniger. Was? Ja, ich mag es, wenn ich mehr für etwas zahle, damit ich das Gefühl bekomme, abgezockt worden zu sein. Ich liebe Abzocke, ehrlich. Hier sind wirklich nur komische Leute unterwegs. Hallo, ich habe ein Interesse an Ihrer Wohnung. Wir sind 3. Hallo, guten Tag. Leider ist die Wohnung sehr klein und wird daher nur an einzelne Personen vergeben. Ich wünsche Ihnen aber viel Erfolg bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Einen schönen Tag noch. Hi, ich bin Einzelperson und suche dringend Wohnung. Hey, tut mir leid, aber ich nehme den Fernseher doch nicht mehr. Oh, schade. Warum denn? Mein Interesse war zwar sehr groß und ich war auch bereit, mehr zu zahlen, allerdings gucke ich mich jetzt anderweitig um. Guten Tag. Machen Sie das. Kein Problem. Leg mich am Tischbein, du Lachsnacken. Hallo, wären Sie mit 40 Euro für alles einverstanden? Vollidiot. Hey du, hier bitte beliebige Beleidigung einfügen. Das war eine ganz normale Frage und kein Grund, gleich so unhöflich zu werden. Ich hoffe, dir fehlt bei der nächsten Capri-Sonne der Strohhalm. Dir geht das Klopapier aus und du stößt dir deinen kleinen Zeh an einer Tischkante. Hallo, was wäre Ihr Endpreis? Hallo, ich würde auf 250 gehen. Für 150 würde ich sie nehmen. Kannst du mir einen guten Grund nennen, wieso ich dir 150 Euro schenken sollte? Wegen Corona. In Ordnung, dann wäre ja soweit alles klar. Vielleicht ist es ja morgen doch früher möglich. Dankeschön. Am frühesten kann ich um 18.30 Uhr. Ich bin nämlich noch bis 18 Uhr arbeiten. In Ordnung, ich kann bei Ihnen übernachten, bis morgen früh der erste Zug kommt. Dankeschön. Ah ja, und wie stellen Sie sich das genau vor? Das ist eine Einzimmerwohnung. Ich beiße grundsätzlich nicht.
Ich habe, wenn überhaupt, nur eine alte Schlafcouch. Ah, das reicht mir völlig. Etwas zu essen und ich bin glücklich. Dankeschön. Schönen guten Tag, ich würde gerne die Scheinwerfer an meinem Mercedes CLK W208 von Ihnen reparieren lassen. Sollen wir einen Termin abmachen? Welche Uhrzeit passt Ihnen denn am liebsten? Ich danke schon mal im Voraus. Hallo, ich mache nur Außenscheinwerfer. Ja, das ist schon klar. Innen sind ja auch für gewöhnlich keine. Sie haben geschrieben von Ihnen. Ja, von Ihnen, nicht von innen. Ich mache nur außen, nicht von Ihnen. Vergessen Sie's. Hallo, ist der noch zu haben? Hallo, ja, der ist noch da. Und Sie möchten dafür wirklich nichts haben? Nein, den können Sie einfach haben. Tut mir leid, aber das ist mir ein bisschen zu teuer. Hallo, schönen guten Tag. Würden Sie auch meine Haare schneiden? Ich würde Ihnen fürs Waschen und Schneiden 20 Euro anbieten. Maschinen und Umhang etc. habe ich hier. Natürlich, das ist kein Problem. Ich schneide Ihnen gerne 2 bis 3 Mal in der Woche für circa 3 bis 5 Stunden Ihre Haare. Längerfristig wird es auch gar nicht auffallen, dass ich überhaupt keine Friseurin bin, sondern eine Fachangestellte für Bürokommunikation. Ich muss sagen, das ist wirklich eine großartige Idee von Ihnen. Okay, wie wäre es mit 65 Euro? Dann treffen wir uns in der Mitte. Ja, 60, Kollege, morgen 13 Uhr kommen, okay? Nein, 65 Euro. Außerdem können Sie nicht mit 60 Kollegen kommen. Es herrscht doch Kontaktverbot. Hallo, junge Frau. Ist das Handy zufällig auch mit 33 GB Speicher zu haben? Mit freundlichen Grüßen. Entschuldige bitte, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber frag doch einfach mal Harry. Der hat doch bestimmt den passenden Zauberspruch auf Lager, um dir das eine Gigabyte noch drauf zu zaubern. Liebe Grüße, Hermine. Ach, Schluck Schnecken. Hallo, sind die Regale noch zu haben? Hallo, ja, das sind sie. Liebe Grüße. Hallo, ja, das sind sie. Liebe Grüße. Hallo? Sind noch da? Hallo? Die Regale sind noch da. Liebe Grüße. Hallo? Ja, sie sind noch da. Liebe Grüße. Hallo, kommen die DVDs eigentlich noch? Sind sie schon abgeschickt worden? 3 Tage später. Da scheint mir jemand wohl im Urlaub zu sein. 2 Stunden später. Moment, kann das sein, dass ich noch gar nicht bezahlt habe? Vermutlich nicht ohne eine PayPal-Adresse oder Bankdaten und meine Adresse hast du ja auch noch gar nicht. Bitte schreib mir doch, wenn du soweit bist, damit wir da weitermachen können. Schönen Tag. Ich bezahle Taxi und eine große Entfernung und gebe Ihnen dann 100 Euro für bezahlen. Im Ernst? Mit einem Taxi? Der Pavillon ist aufgebaut und müssen seine Einzelteile zerlegt werden. Da brauchen Sie mindestens 3 Leute zum Abbauen und einen Anhänger zum Transportieren. Das ist ein Riesenteil. Das wird Ihr Taxifahrer nicht mitnehmen. Wenn möglich, zerfallen Sie. Hallo, ich interessiere mich für die Uhr und wollte mal fragen, wann und wo ich sie denn abholen könnte. Hallo? Wenn Sie möchten, dann gerne jetzt. Oh, sorry. Genau jetzt ist mir mein Auto geklaut worden, also kann ich sie leider nicht abholen. Okay. Hallo. Hallo. Etwas fragen können? Klar, fragen Sie. Was ist Geräusch von Motors? Brumm, brumm? Was ist das? Hallo, wo genau in Frankfurt? In der Festhalle. Okay, in Halle gut. Wie lange den Stehplatz verfügbar? Was meinen Sie? Wie lange den Stehplatz für mich sein verfügbar? Na, nur solange die Anzeige online ist. Wer zuerst bezahlt, bekommt auch das Ticket. Da wird nichts reserviert. Hallo, ich würde gern eins dieser Gläser nehmen. Schönen Tag noch. Ein paar Sekunden später. Entschuldige, ich nehme doch nicht. Sorry. Moin moin, ich biete Ihnen 30 Euro inklusive dem Versand an. Schönen Tag noch. Hallo, tut mir leid, aber ich werde es nicht unter 50 Euro abgeben. Da nagle ich es mir lieber an die Wand. Da habe ich mehr von. Ja gut, wenn Sie meinen, dann nageln Sie es doch an die Wand. Geil. Hallo, machen Sie auch Sonderanfertigungen? Ich bräuchte eine Maske für meinen Dackel. Farblich würden ihm Türkis oder Blau sehr gut gefallen. Beste Grüße. Hallo, tut mir leid, aber ich werde keine Maske für Ihren Hund anfertigen. Der Hund ist kein Überträger, also braucht er auch keine Maske. Die Maske würde Ihren Hund bei der Aufnahme von Gerüchen und vor allem beim Atmen behindern. Bitte sehen Sie davon ab, Ihrem Hund so etwas anzutun. Liebe Grüße. Hallo, vielen Dank für Ihren Hinweis. Können Sie mir dann eine atmungsaktive Maske für meinen Hund anfertigen, damit er Gerüche und weiteres aufnehmen kann? Das wäre wirklich super. Schönen Tag noch.
70 Euro, guter Preis, danke. Bitte? 70 Euro. Danke? Bitte. Was? Komm, letzter Preis, 900. Ich komm jetzt. Der löst nicht gut und auch keine Papiere. Sorry, aber ich bin armer Azubi und in diese Simson wurde viel mehr reingesteckt als 900 Euro. Und wegen einer kleinen Delle gehen ich bestimmt nicht so weit runter. Die kleine Delle macht viel aus. Für das Preis krieg ich Besseres. Ich bin armer Frührentner, du Blödföhn. Die können arbeiten gehen und ich nicht. Letzter Preis jetzt 900 Euro. Ich hol ihn jetzt ab. Blödföhn schon gar nicht, du Blödhammel. 1000 Euro, überleg es dir gut. Und hier haben wir jetzt noch ein weiteres lustiges Video für euch am Start. Daneben solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren und darunter kommt ihr zu unseren lustigen Chat-Hörspielen auf Apple Music, Spotify und Amazon.